Willkommen zurück zu Let's Play Sonic Generations Crisis City Act 2. Im letzten Part haben wir den Act 1 abgeschlossen. Und warte, kannst du stampfen? Jo. Okay. Gut. Dann, ja, los geht's. Act 2, Crisis City. Und wir haben Perfect Chaos besiegt in einem nicht so perfekten Level. Wie ich finde. War eigentlich ganz schön, das Level, bis halt zu dieser Stelle, wo der Gegner nur einen Hit brauchte. Finde ich etwas schade, aber soll uns nicht weiter stören. Okay, mit 9 Münzen geht's gleich weiter, weil ich keine eingesammelt habe. Und, ja. Den, Scheiße. Ich will den Weg gehen. So. Ich will den Weg gehen. Fragt mich nicht warum, aber ich will's. Okay. Warum auch immer der Weg jetzt eine Möglichkeit war von vielen, ist mir so gesehen gerade ein Rätsel. Oh, das macht Schaden? Dann sind wir hier mal ein bisschen über den Dächern unterwegs. Ich dachte das schon, was? Keine Omi-Attack? Hatte ich kurzzeitig auch schon wieder Schiss. Okay. Dann, ja, sieht immer noch alles schön zerstörerisch am Ende der Welt und da hast du mich gesehen aus. Sowas bin ich doch bei Sonic nicht gewohnt hier. Ah, bumpf, spring einfach mal nicht. So. Einen anderen Weg mit den vielen Münzen will ich irgendwie nicht gehen, auch wenn wir dadurch höher hinauskommen. Sehr viel höher dann hinaus, dann wären wir nämlich direkt schon hier gewesen. Vielleicht sogar bei den Ringen da. Na danke. Okay, da ist ein extra Leben. Was sollte das jetzt? Ich habe eigentlich gegengelenkt, aber... Jo. Weiter geht's. Diesmal nicht runterfallen. Danke. Jo. Könnten wir eigentlich... Warum so viele Speicherpunkte hintereinander? Für das Extra-Leben hätten wir diese drei Vögel schon angreifen können, aber... Nö. Nö. Wow. Bin ich beinahe schon wieder in den Tod gesprungen, weil die Omega-Tag nicht funktioniert hatte. Und seit wann springen wir so weit nach oben? Jo, jo. Zum Glück war da jetzt kein Abgrund. Mach ich das einfach mal hier unten durch. Das war gut. Ich hätte nicht gedacht, dass die auch sowas machen können. In den roten Ring. Oh, nehme ich mit. Komme, was wolle. So. Wer auch immer diese Dinger platziert, also wäre ich Sonic, ich würde nicht freiwillig ein Level spielen wie dieses. Weil, wir wissen, das Level ist programmiert. Es gibt an jeder Stelle immer irgendetwas. Aber im richtigen Leben. Ne? Wow, what? Okay. Ja, danke. Im richtigen Leben rennt er einfach blind irgendwo hin. Und das ist dann einfach, ne? Es bringt mir gar nichts, wenn ich das mache. Wow. Außer den Tod. In den Tod springe ich gerne, Leute. Das wissen wir ja alle. Waren wir da in der Mitte nicht? Ne, jetzt müssen wir hier unten nach unten. Und haben einen Ring verpasst. So. Ja, danke! Meine Güte.
ich den Roten Ring? Glaube nicht. Die sind mir sowieso egal. Ach du Scheiße. Gut. Haben wir das schon mal? Können ein bisschen Speed aufnehmen, wenn wir das schon mal haben. Ja, der Ausweichschritt hat irgendwie nicht so das gebracht, was ich dachte, dass er tut. Wow. Ja. Habe ich nicht gesehen. Ja. Warum auf so einem kleinen Weg man noch sowas machen sollte, ist mir auch ein Rätsel. Aber okay. Crisis City abgeschlossen. Auch wieder ein B-Rang. Vorsicht im Verkehr. Feuerstürme. Und fliegende Autos. Hör auf zu laden, Spiel, und lass mich spielen. Was, wir haben einen roten Ring eingesammelt? Wie war das denn? Wie auch immer, hallo Blaze. So ungern ich mich auf andere verlasse, danke für deine Hilfe. Mit dieser Kreatur war ich überfordert. Ich danke dir für die Hilfe. Aber wir sollten noch nicht nachlässig werden. Hauptsache erstmal nach oben springen, um dann wieder nach unten zu gehen. Warum auch immer. Illustration 14. Speichern. Erstmal Trophäe. Und dann speichern. Okay. Dann sind wir hier. Gucken uns den ersten Akt hiervon an. Von Level werden wir gleich sehen, nachdem wir das abgeschlossen haben. Die Geschosse der Egg-Launcher verfolgen dich, also pass auf. Oh. Schön. Ich werde verfolgt. Ach, man kann auch einfach nur mehrmals Viereck drücken, um einen Wirbelsprung zu machen. Nicht nach unten. Mehrmals ist nicht gedrückt halten, Spiel. Die Welt kommt mir von irgendwoher bekannt vor. Jo, Hauptsache ich lande nicht wieder ganz unten. Danke, Freundchen. Runter? War anscheinend richtig. Oh, bin nicht nach oben gekommen. Etwas schade. Wow, schon wieder ein kleiner Hänger. Was ist los? Gott, die ganzen Schleichwege, in denen ich mich wieder aufhalte. Ich kann hier rein? Okay. Das nützt mir hier viel. Außer dass ich wahrscheinlich nicht von den Stacheln. Oh, wahrscheinlich werde ich sogar noch von den Stacheln, nur nicht einem anderen getroffen. Ach so, so. Da geht's lang. Jo. Sehr schön. Willst du mich erschrecken? Hat nicht geklappt. Gott. So viele Wege, wo ich nicht hinkomme. Finde ich scheiße. Hoi. Das sind schöne Sensen. Endlich mal im Hintergrund. Jao. Alles nur wegen dem Kerl. Schönes Springboard. Mensch, ihr könnt nicht mal.
Uh-oh. Truck 2.0. Heutzutage auch mit Fässern. Ich hätte mich da... Wow! Noch verstecken können. Aber who cares? Ich lebe. Das ist alles, was ich will. So, sobald ich springe, wollte ich sagen, kommt mir sowieso wieder ein Fass entgegen. Aber ich bewege mich einfach mal liebend gern unten. Wow! Okay. Danke. Dachte gerade schon, was soll ich jetzt machen? Anscheinend kann ich mich damit auch selbst verletzen. Extra Leben einkassiert, weil... ich doch ein bisschen viel in letzter Zeit verloren habe. Das wird ja nicht gerade einfacher, das Spiel. Wow, wow, wow. Das sah... Scheiße. Extra Leben. Gefährlich aus. So. Nehmen wir nochmal die Münze mit. Ja, natürlich trifft mich. Wow. Kannst du mal damit aufhören? Danke. Ach, diese schönen Freunde wieder. Hauptsache, ich kann hier oben stehen. Mehr will ich doch gar nicht. Wie soll ich den Leuten denn auch ausweichen, bitte? Schnell genug sein. Ja. Kommt ihr denn auf einmal her? Ich habe einen schönen Safe Point verpasst. Au. Meinetwegen, das nehme ich mit und ich hau ab. Wer hat diese Viecher überhaupt eingeladen? Huh! Das war knapp. Darf ich da noch rauf? Danke. Hauptsache, sie sind schon weg, obwohl ich noch hier bin. Alles klar. Ihr bräucht euch hier nicht. Das geht runter, okay. Dann gehen wir hier lang. Wow! Muss da hinten hin? Fallen lassen? Ja. Ich kann mich nicht fallen lassen, das ist auch schön. Viel hätte ich auch nicht machen können. Was, von hier? Was mache ich da? Kann ich das nicht irgendwie abbrechen? Ja, danke. Jetzt habe ich keine Münzen. Oh, dann sind diese Münzen auch direkt verschwunden. Schnell mal einen schnappen. Und nochmal. Hey. Gut. Probieren wir es noch einmal. Geht doch. The fuck? Was? Was zur Hölle? Tschüss? Okay. Meinetwegen. Soll so sein. Wir bleiben bei Beran. Mann, wir haben einen Lauf.
Bin gespannt, wie der zweite Akt hier aussieht. Ich finde aber, man hätte irgendwie ein bisschen wechseln können, dass nicht immer Akt 1 der alte Sonic ist, sondern dass das irgendwie vorgegeben wird. Rooftop Run. Ja, so viel Rooftop war das jetzt nicht. Unter Rooftop Run verstehe ich was anderes. Aber okay. Es wird sich jetzt mit dem neuen Sonic, denke ich, mal klären. Da sind wahrscheinlich sowieso mehr Dächer vorhanden. Akt 2, Rooftop Run. Ich habe gerade wieder was im Hals, was nicht raus will. Ah. Und dann wollen wir doch mal. Nachdem es geladen hat, wie immer. Entweder ist es das Laden oder Speichern. Alles so lästig. Okay. Noch ist das auch nicht so wirklich Rooftop Run, aber ey. What the fuck? Schon wieder durch das Spiel irgendwo hingeschleudert worden. Ja. Hier geht's anscheinend weiter. Haben auch ein Leben einkassiert. Dass man es richtig berühren muss. Gehen einfach mal weiter. Natürlich perfektes Timing. Ich finde. Münze. Natürlich rase ich da direkt wieder rein, was? Soll ich die Homing Attack starten, wenn ich gerade. Wenn die Sense gerade in der Mitte ist, oder was? Was? Ganze Level nochmal? Okay. Kein Speicherpunkt währenddessen eingesammelt. Ja, gut, ich hätte springen müssen, aber das letzte Mal hat es mich irgendwie automatisch nach rechts gedriftet. Warum auch immer. Natürlich! Jetzt schießt du auf einmal was ab, was du vorher nicht getan hast. Geht klar. So, holen wir uns mal wieder das Leben. Diesmal schneller. Geht doch. Und diesmal kommen wir auch an der Sense vorbei und der auch. Läuft doch alles. Haben auch noch. Ouch. Wieder was eingesammelt. Einfach durch. Beste Möglichkeit. Oh. Ich dachte gerade was. Dann fällt mir ein, wir haben noch die Seitwärtsschritte. Jau. Da ist der. Wow, ich konnte mal springen. Herrlich. Jau. Sieht atemberaubend aus. Viel kann ich auch gerade nicht sagen, weil ich mich gerade irgendwie konzentriere, weil hier doch ein bisschen viel los ist, wie ich finde. Gehen wir einfach weiter. Wow! Spiel! Ja, gesagt, Sonic! Du hast dich gerade festgehalten! Warum fällst du danach einfach runter? Gute Frage. Ja. So, jetzt aber. Es lief doch bis jetzt alles. Fuck. Komm gleich wieder sterben. Nicht der beste Ort, ich sammle immer wieder meine Ringe wieder auf. Danke. Den roten Ring will ich doch jetzt einsammeln. Und behalten. Ah, so komme ich oben lang. Gut, dann gehen wir jetzt hier lang. Okay. Einfach hin und her geschickt. Allseits bekanntes Spiel mit denen.
Ja, warum auch Sonic einfach nach oben weiterhin so lau so sein kann, ja. Normalerweise müsste man ja irgendwie runterfallen oder so. Ja. Wie auch immer er weiter nach oben geht. Vergiss, was ich gesagt habe, vergiss das Leben, ich werde dafür eben sterben. Oh, wow. Wie viele rote Ringe haben wir jetzt hier eingesammelt? Ich glaube 4, oder? 4 von 5? Kann sein. Jo, warum nicht grinden und so? Spiel, ich weiß sehr wohl, was man hier gerade zu tun hat. Das muss ich mir nicht sagen. Wow. Ich dachte gerade schon, ich falle in den Tod. Durch das Grinden. Ach du Heilige. Da kann man jetzt diesmal nicht durch. Alles klar. So. So, Viereck drücken, dann drücke ich mal Viereck. Deswegen, das hier verstehe ich mehr unter Rooftop Run. Aber who cares? Da war der letzte rote, den habe ich nicht gesehen, weil ich mich auf die Gegner konzentriert habe. Finde ich schade, den hätte ich doch auch gerne genommen. Ja. Muss anscheinend Gegner auf die werfen, dann oder auch nicht. Ah, zähl. Hätten wir beinahe im ersten Versuch alle rote Ringe eingesammelt. Ich bin, wow, erstaunt. Trotzdem nur ein Bärer. Was soll's? Okay, oder sind das jetzt nicht 4 gewesen oder sonst doch nur 3, weil es ist erstaunlich viel. Gut, wir hatten schon mal 3, aber 4, ja. Und hätte ich nicht auf die Gegner geachtet, dann auch noch den fünften. Hallo Vector. Wie ist der Vector? Oder Hector? Gerade kurz ein Blackout. Danke, Sonic. Also irgendwie habe ich das Gefühl, jemand kontrolliert dieses Monster. Alles klar, ich mach was. Vector, okay. Jemand muss dahinter stecken. Wir müssen uns drum kümmern, Sonic. Illustration 17, Angel Island Zone. Illustration 18, Illustration 19. Rooftop Run wiederhergestellt. Und Leute, würde ich sagen, sieht man sich im nächsten Part wieder, wenn es heißt, diese Welt hier retten. Danach werden wir wahrscheinlich erstmal wieder Herausforderungstore machen. Und zum Chaos Emerald schnappen. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Viel Spaß und tschüss.